Was ist der Unterschied zwischen einem Konflikt und Mobbing? Unter einem Konflikt versteht man, dass zwei Personen oder Parteien sich aktiv streiten. Unter Mobbing versteht man, dass eine Gruppe von Leuten eine Person ärgert, schlecht macht und ausgrenzt. Der Unterschied ist also, dass beim Mobbing die Person und nicht der Grund des Konflikts im Vordergrund steht. Außerdem geht Mobbing meist über einen längeren Zeitraum. Beim Mobbing gibt es keine Unbeteiligten. Es gibt keine Unbeteiligten, weil die meisten, auch wenn sie Mobbing mitbekommen, einfach wegschauen. Beim Mobbing gibt es Täter, Mitläufer, die betroffene Person und Zuschauer. Die Zuschauer sind meist die größte Gruppe. Mobbing kann Menschen krank machen, anderen helfen und Mobbing beenden.